energische Chormusik, beeindruckende Lichtkompositionen. Lumen kann man aber eigentlich nicht beschreiben. Man muss es sehen, hören, fühlen und genießen. Genau das tat das Publikum der Franziskanerkirche in Graz. Oh, fantastisch. Also der Chor ist einmalig. Wirklich wunderschön. Und was macht dieses Licht mit einem? Die Lichteffekte waren auch wunderbar. Ja, gut dazu gepasst, muss ich sagen. Ausgezeichnet war das. Dankeschön. Entstanden ist das multimediale Gesamtkunstwerk durch die Freundschaft mit Lichtkünstler Marc Thomas Merz, verrät uns Dirigent des Vokalforums Graz Franz Herzog. Merz, der mit Jill Sander und Karl Lagerfeld gearbeitet hat, seine internationale Karriere als Modedesigner aufgegeben hat, um einer inneren Stimme zu folgen, auf einen anderen Weg, einen spirituellen Weg. Also hat diese quasi weltliche Karriere an den Nagel gehängt und hat diese Himmelswesen genäht, hat eigentlich nichts mehr verdient, aber hat diese unglaublichen Sachen, also wir haben heute diesen einen Kristallengel, heißt er, gesehen, auf den projiziert wurde. Und ich habe diese Wesen einmal gesehen bei ihm und die war so fasziniert und die Wellenlänge hat gestimmt. Und wir haben gesagt, wir müssen irgendwann einmal was gemeinsam mit Musik und seinen Himmelswesen machen und daraus hat sich eine Idee gesponnen und dazugekommen ist das Künstlerkollektiv Occhio Risotto, die gehören zu den Besten, was wir da in Österreich haben und gemeinsam ist so ein Gesamtkunstwerk entstanden, dass wir Chor, diese Stimme, diese fantastische Chormusik mit einem Lichtdesign, das klingt viel zu flach eigentlich, mit einem Licht Komposition, genau, verbinden, sodass es ein Gesamtkunstwerk entsteht. Im Mittelpunkt des magischen Chorgesangs. Aus dem Dunkel ins Licht. Christus als Licht und als Schöpfer des Lichts, das ewige Licht als Licht am Anfang und am Ende des Lebens. Und im dritten musikalischen Block geht es um den Jakobsweg. Es ist ganz ein langes Stück, eigentlich dauert eine Stunde. Und wir haben Teil 3 und 4. Und es ist ein sehr alter Text die meisten Texte sind mittelalterlich und eine neue Dichtung dazu. Und das ist also der Codex Calixtus und neue Dichtung. Und da geht es eigentlich um den Weg zur Spiritualität, auch um das Licht. Also sozusagen eine dritte Form noch dazu. Als die Sänger am Ende der Vorstellung mit Kerzen in den Händen singend die Kirche verlassen, ist das Publikum nicht mehr zu halten und bedankt sich für den stimmungsvollen Abend mit Standing Ovations.